Ich dachte anfangs, die Felgen wären so hässlich, Leute. Neue Sommerreifen, neue Sommerfelgen. Aber schaut euch mal das an. Ich finde, die schauen wirklich super aus. Und das Zweite, was ich euch zeigen muss, auch richtig cool. Ich habe ja Sonnenbrillen verboten in Videos. Deswegen habe ich jetzt das hier. Checkt's ab, ha? Gehen wir rein ins Auto. Dann möchte ich euch ganz kurz unseren brutalen Milliardenplan erklären. Jetzt wird es ja doch ein sonniger Augenblick. Und dann geht's mit dem Vlog los. Also einsteigen. Hier ist das Etui. Da dafür richtig cool. Und so viel Werbung, wie ich für Tom Ford mache, Leute, müsste ich eigentlich Provisionen kriegen. Aber das kriege ich wahrscheinlich erst, wenn sie mich in die James-Bond-Hauptrolle nehmen. Als ersten glatzköpfigen James Bond. Dann werde ich auch hoffentlich von Tom Ford gesponsert. Also, bevor es zum eigentlichen Vlog geht, möchte ich euch ganz kurz unseren Milliardenplan erklären. Ich habe mir immer schon Ziele gesetzt, wo ich mir dachte, das ist doch viel zu groß, das ist doch gesponnen, das kann doch gar nicht sein. Und wenn ich jetzt auf mein Leben zurückblicke, waren die Ziele immer im Nachhinein eigentlich immer viel zu klein. Das heißt, ich habe jetzt schon deutlich mehr erreicht als damals, als ich mir mit 13, 14, 15 so die ersten Ziele gesetzt habe. Und wie wollen wir auf diesen Milliardenumsatz kommen und eine Win-Win-Win-Situation schaffen? Ich erkläre es kurz. Und zwar, wir haben das Geschäftsmodell DSA. Wir sehen ja in Deutschland starke Probleme in der Prozessdigitalisierung im Bereich interne Prozesse wie Mitarbeitergewinnung, Buchhaltung, Datenverarbeitung, Kommunikation, Projektleitung und auch Management in Unternehmen, aber auch Marketing, Vertrieb, CRM etc. Und wir haben da mit S&P Partner eine B2B-Firma, die Unternehmen bedient mit 20 bis 200 Mitarbeitern im Schnitt und haben dann so hohe Anfragen bekommen, dass wir angefangen haben, Franchise-Partner auszubilden. Und die ersten Franchise-Partner, die machen bereits 50, 100, 200, 300.000 Euro Monatsumsatz. Das heißt, es ist extrem realistisch, dass ein Partner bei uns nach ein bis zwei Jahren im Schnitt 1 Million Euro Jahresumsatz macht. Und es ist auch extrem realistisch, dass wir jetzt in den ersten 24 Monaten 200 solche Partner aufbauen, dann im Zeitfenster drauf nochmal 300 Partner und dann nochmal 500 Partner. Das heißt, in 3 bis 5 Jahren sind 1000 Partner, die im Schnitt 1 Million Euro Umsatz machen, extrem realistisch. Also einmal von Partnerseite sind 1000 Partner mit 1 Million Euro Umsatz realistisch, was 1 Milliarde Außenumsatz wäre. Okay? Genauso wie bei McDonald's. McDonald's hat ja einmal den Außenumsatz aller Franchise-Partner und dann eben den Schnitt, also die Franchise-Gebühren, die dann die Mutterfirma McDonald's bekommt. Und so sehen wir das Ganze quasi. Und jetzt müssen wir uns überlegen, genügend Partner gibt's. Gibt es jetzt genügend Kunden? Wir machen mal ein Beispiel. Und zwar der Lennart, einer unserer Partner, der ist in einer Branche drin, wo er pro Kunde locker 50 bis 100.000 Euro pro Jahr verlangen kann. Dazu muss natürlich gegeben sein, dass wenn er bei einem Kunde 50 bis 100.000 Euro verlangt, dass der Kunde mindestens einen doppelt bis fünffachen Mehrwert hat an Mehrumsatz. Das heißt also, ja, 100 bis 500.000 Euro mehr Umsatz. Und er hat zum Beispiel die Nische Kieferorthopädien. Das heißt also, er hat jetzt eine Nische, da kann er eine Dienstleistung vollbringen, wo er 50 bis 100.000 Euro Umsatz machen kann, wo die dann wiederum eine Wirkung haben von 100 bis 500.000 Euro mehr Umsatz und er selber aber nur 10-20% Kosten hat, weil die Dienstleistung zu vollbringen für ihn irgendwann schablonenartig abläuft. So, und das heißt also, dass er im Schnitt 1 Million Euro Jahresumsatz machen kann, braucht er ja nur 10-20 Kunden. Aber die Branche, da sind x-tausend Kunden drin. Das heißt also, wir können 100 solche Partner haben wie ihn, die das deutschlandweit und später europaweit machen. Und solche Nischen gibt es viel mehr als 10 Stück. Das heißt, das ganze Konzept ist in sich schlüssig. Und wer Partner von uns werden möchte, der kann unten den kompletten Businessplan, Franchiseplan runterladen, ein Beratungsgespräch mit uns führen. Und jetzt viel Spaß beim Vlog. Jetzt sieht man mal das Ziel, die Vision. Und für mich hört sich das immer noch ein bisschen crazy an, aber es ist ja in der realistischen Umsetzung
aktuell aktiv. Also, viel Spaß beim Vlog. Ciao. Anzüge über Anzüge über Anzüge, aber die ziehe ich heute nicht an. Nein, wir drehen heute Vlog Nummer 5 und wie ihr sehen könnt, bin ich heute im Street-Style unterwegs. Givenchy, Amiri und jetzt hier What's the Minimum, denn heute bei Vlog Nummer 5. Nummer 1 war Zürich, habt ihr hoffentlich gesehen. Nummer 2 war Budapest. Nummer 3 war Grüne Lampe. Nummer 4 war 7 Tage nichts essen. Heute kommt das Video Red Bull Party Bus, weil wir ein Werbevideo drehen für einen neuen Champagner Lounge und den Lounge einer neuen Klamottenmarke. Könnt gerne mal reinschreiben, wie ihr so diesen Look an mir findet. Ich persönlich finde es sehr ungewohnt. Mir gefallen Anzüge tatsächlich besser. Aber jetzt machen wir es mal heute so und ich würde sagen, starten wir in den Vlog rein. Da wartet er schon. Der Partybus. Also wir müssen kurz was aus dem Maybach rausholen. Zack, zack. So, einmal die Brille und einmal das Headset. Wir hatten Ferrari schon wieder nicht zugedeckt. Da müsste eigentlich die Decke drauf. Markus? Ja, was geht? Ja, heute filmen wir mal mit dem Handy, Markus, den Vlog. Ja, alles klar. Servus. Servus. Und eine kurze Lektion, wie stellt man denn überhaupt Champagner her? Also Unterschied klassisch zwischen Prosecco und Champagner-Methode ist folgendes, SodaStream kennt jeder, man hat einen fertigen Wein und sprudelt Soda rein, ist gleich Prosecco. Champagner-Methode, die feinere Art, fertiger Wein, in die Flasche kommt Zucker und Hefe, die Hefebakterien wandeln den Zucker um in Alkohol und CO2, durch den Kork kann das CO2 nicht entweichen und die Kohlensäure entsteht natürlich. Ah, und weil Zucker drin ist, extra gibt es auch einen brutaleren Kater, oder? Richtig. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum es so einen brutalen Kater gibt. Du hast das Ganze ja mitentwickelt, willst du dir ganz kurz vorstellen? Mein Name ist Roman Lederer, bin Gründer, Geschäftsführer von Wine Diamonds und Your Luxury. Wir entwickeln für Luxusbrands, gut gestandene Firmen, Produkte im Fokus Wein, Sekt, Champagner und Weinerzeugnisse. Und jetzt weiß ich auch, warum zum Beispiel, wenn ich Wodka-Soda trinke, ich keinen Kater bekomme, aber Wodka beispielsweise mit Red Bull oder so, mit Zucker, dann gibt es einen Kater. Stimmt das so, oder? Ja, stimmt. Aber der Fokus beim Wein ist eher, Kopfweh macht Schwefel, also freigesetzte SO2-Säure. Okay. Das machen die, wenn die Trauben nicht so gute Qualität haben und schon eher schlechter sind, wird viel geschwefelt, das macht Kopfweh. Das haben wir definitiv nicht. Das ist das beste Produkt, das wir anbieten können. Ah, das heißt also, nicht nur der Zucker, sondern auch die Produktqualität macht einen Unterschied. Richtig, freigesetzte SO2-Säure, also Schwefel und die Qualität des Alkohols. Also Leute, lieber den teureren Alkohol nehmen, anstatt den billigeren. Also hier hat schon so am besten kann ja. No risk, no champagne. Richtig geil. Also hier mit ganz wenig Zucker, mittel viel Zucker, viel Zucker. Was schmeckt am besten? Der Videograf von Karl und der hat halt gerade alle, hat so viel zu tun, der hat heute nicht mal geschlafen. Das ist geil. Musste was für unser Projekt machen, dann für Karl. Ja, dann jetzt doch trotzdem da, deswegen er soll heute mal ein bisschen abschalten. Ja, und sieht auch mal, die Jungs, die sind ja richtig strikt, oder? Da gibt es nicht sowas wie bei uns, der Leibste und so weiter. Deswegen die Kombination von uns ist super. Auch mal. Also Leute, danke nochmal für die Organisation. Vielen lieben Dank schon mal voraus. Ich hoffe, wir uns stehen ein großes Schönen Tag. Ja. Cheers. 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 Warte, ich muss auch dabei sein. Ja. Fertige Cocktails? Ja, fertige Cocktails. Ja. Nur mehr mit Eis drin und dann mit Red Bull auffüllen. Und so mit. Boah, mega. Richtig geil hier. Geil, mega. Oder? Ganz kurz, was wir hier machen, dann stelle ich auch kurz den Besitzer des Busses vor und auch, wie man den Bus mieten kann, was mit dem Bus auf sich hat. Auf jeden Fall, wir sind hier gerade bei der Produktentwicklung von What's the Minimum und wir als Beratung, wir beraten natürlich auch bei der Produktentwicklung, weil wir früher sehr viele Produkte entwickelt haben und auch aktuell noch Produkte entwickeln, zum Beispiel bei Juicery, Nahrungsergänzungsmittel, komplette Läden, Möbel, alles Mögliche. Und jetzt hier Verpackungsmitteltechnik, also ich zeige mal ganz kurz, was hier entwickelt wird. Ein eigenes Champagner, ein eigenes Getränk, eigene Verpackungen, aber auch tatsächlich Klamotten. Und wir beraten eben nicht nur im Bereich Digitalisierung von
Marketing, Vertrieb und auch internen Prozessen, sondern eben auch strategisch im Bereich Produktpalette, Produktion und so weiter. Das also, was wir heute machen. Wir testen auch das Ganze. Jetzt möchte ich ganz kurz vorstellen, wer hier Chef des Busses ist. Stell dir mal ganz kurz vor. Servus, hallo, grüß euch. Ich bin der Flo, wir sind von Österreich. Wir sind führender Partybusunternehmen in Österreich. Das ist unser neuer Luxury-Bus sozusagen. Ja. Ist für sämtliche Sachen zum Mieten, für ob es jetzt eine Roadshow ist für eine Firma oder für Geburtstage, Junggesellenabschiede, ist natürlich alles möglich bei uns. Wir werden mal das Ganze verlinken. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Einmal gibt es hier Bier zum Zapfen, oder? Bier vom Fass natürlich, offenes Bier. Ja. Gibt sämtliche Cocktails. Ja. Cocktails gibt es, ja. Genau. Es ist natürlich immer ein Fahrer und der Barkeeper, sprich das Servicepersonal, dabei bei einer Fahrt. Ja. Das ist wichtig bei uns. Es gibt auch hier eine Bar zum Trinken. Hier gibt es ein WC. Willst du sonst mal zeigen, was es noch alles gibt? Ja, genau. Also interessant ist natürlich wahrscheinlich auch die LED-Beleuchtung und auch natürlich die Bose Soundsystem herinnen. Also es geht um die Party herinnen. Es soll natürlich ein guter Sound sein. Speziell ist natürlich auch, sind die Außenboxen. Wir können außen komplett beschallen für ca. 200 Leute. Und man kann bei unserem Außen-TV sämtliche Sachen abspielen, ob es von der Firma ist oder auch Playstation-Spielen außen natürlich, kein Problem. Also so ein Bildschirm gibt es dann nochmal außen, dann kann man von außen spielen. Hier sind überall auch Getränkehalter drin. Ja. Hier ist nochmal ein Tisch. Hier überall Getränkehalter, da überall Getränkehalter. Also sehr cool gemacht. WC auch sogar sehr schön in Gold. Schaut super aus. Hier Nebelmaschine. Es gibt also hier, es gibt es für außen, gibt überall Nebelmaschinen. Jetzt geht's ab zum nächsten Termin. Das Auto steht schon da. Und jetzt wurde gerade noch das Product Placement besprochen. Das heißt, heute ging es um das Thema einmal Produktentwicklung und auch um das Thema Produktvermarktung. Denn jetzt fahren wir nach Stuttgart und holen ein neues Auto ab. Was mache ich natürlich während der Fahrt? Arbeiten, und zwar an was? Ich schaue mir jetzt gerade unseren Digital Scaling Agency Franchise und Businessplan an. Was ihr hier seht, ist Inhaltsverzeichnis. Und so schaut das Ganze aus. Also wir haben einen kompletten Businessplan. Hier aktuelle Partner und Zielgruppe. Franchise-Start, hier Marktübersicht, Wettbewerbsvorteil, ist also wirklich alles von A bis Z mit drin und auch mit enthalten. Sogar 90 Minuten sind wir schon da und dann gibt es was ganz Tolles, was ich mir kurz zeigen werde. Okay Leute, hier haben wir es. Wir machen gar kein großes Tamtam, gar kein großes Auf- und Zudecken. Wir zeigen es mal kurz, wie es ausschaut. Mega geil, wenn ich hier rausfahre. Und wir machen erst im nächsten Video, Leute. Erst im nächsten Video zeige ich eigentlich, wie ich das Auto so richtig abhole, etc. Jetzt gibt es also nur ganz kurze Einblicke. Die erste Frage, die wir gleich mal klären müssen, ist Maybach oder Rolls-Royce, beziehungsweise viele haben mich gefragt, Rolls-Royce statt Maybach. Nein, ihr seht da vor uns, da fährt der Maybach, den behalten wir natürlich auch. Also ich habe den Maybach, deswegen, für wenn ich hinten sitze. Und ich finde ihn da auch das allerbeste Auto, also im Maybach. Hinten sitzen ist für mich besser wie in einem Bentley Mulsanne oder in einem Bentley Flying Spur oder auch in einem Rolls-Royce Ghost oder Phantom hinten zu sitzen, haben wir alle schon getestet. Aber zum selber fahren, was ultra bequem ist, dachte ich mir einfach, wäre das hier das Allerbeste. Und das werden wir jetzt rausfinden, denn ich muss wieder zugeben, dass ich mir den zugelegt habe, wie auch die anderen Fahrzeuge, ohne Probefahrt. Also das Ganze wird sich jetzt rausstellen, wie angenehm und wie bequem das Ganze ist. Ich muss schon mal sagen, jetzt auf den ersten Ansatz sind die Sitze sogar noch bequemer als im Maybach. Mir gefällt natürlich brutal der Sternenhimmel. Da vorne sieht man die Emily in schwarz, deswegen heißt das Ganze Black Badge. Ihr könnt mir auch mal gerne drunter schreiben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem normalen und dem Black Badge.
ich dachte halt andere Felgen, also die Felgen sind richtig cool. Aus Carbon, genau. Genau, also Carbon-Felgen, dann da vorne die Emily. Und hier drinnen auch das Carbon statt Holz überall. Stimmt, genau. Genau, also das wäre eigentlich ein Holz bei einem normalen Rave. Okay. Genau. Und dass wir auch gleich schon mal die Frage klären, vielleicht kannst du sogar besser sagen, Ewald, was ist denn gleich wie beim BMW? Weil die meisten wissen ja, Rolls-Royce kommt von BMW. Was ist denn hier gleich? Ja, also als allererstes natürlich, wir haben es hier jetzt im Februar geholt, direkt Reifen wechseln, dass das Luftfahrwerk automatisch erkennt, dass Reifen gewechselt werden müssen, weil du hast bei anderen Autos, dass du das quasi in den Service-Modus machen musst, wenn du Reifen wechselst, wenn er auf die Bühne kommt, dass du das Luftfahrwerk nicht kaputt machst. Und bei BMW-Autos funktioniert das automatisch. Das heißt, du kannst es nicht vergessen und das Auto nicht kaputt machen beim Reifenwechseln. Und hier kann man das Auto kaputt machen? Nein, eben nicht. Also hier ist es gleich wie bei BMW. Ah, okay. Und zum Beispiel bei Mercedes oder so, wenn jetzt beispielsweise Nagel bei Maybach die Reifen wechselt, dann müssen sie in die Einstellungen im Auto und dann quasi drauf drücken, dass er jetzt die Reifen gewechselt bekommt. Ja, ansonsten wird das Luftfahrwerk kaputt. Auch und dann hier der Knopf, der Startknopf ist gleich, gell? Dann das ist ganz bekannt hier, diese Kurzspeicher. Genau. Das Navi, die Technik ist gleich. Genau. Aber das ist jetzt auch schon genug. Wir werden jetzt nicht mehr so viel in diesem Video sagen, sondern wir machen das im nächsten Video. In diesem Video besprechen wir jetzt nur noch ein Immobilienthema. Dann haben wir dieses Mal jetzt besprochen DSA und Businessplan. Den könnt ihr auch runterladen, da am ersten Link. Haben wir besprochen Produktentwicklung ganz kurz. Also auf jeden Fall, wir müssen jetzt nur kurz tanken und dann geht es wahrscheinlich erst wieder in München weiter. Vielleicht schauen wir noch bei der Juicery vorbei. Schauen wir mal, was noch kommt. Hier ging alles los, Leute. Stuttgart, studiert Immobilienwirtschaft, Immobilientechnik. Wir fahren nachher nur kurz zu meiner Studentenverbindung hoch, mal schauen, ob da jemand ist, ob die mich kennen. Jetzt gehen wir kurz in die erste Juicery. Wir haben jetzt hier mittlerweile in Stuttgart 3 Juiceries. 3 Stück haben wir. Wir filmen die City ein bisschen. Ich fühle mich hier immer irgendwie zu Hause. Ich mag Stuttgart einfach. Also, weil wir nach den Öffnungszeiten sind, darf ich jetzt auch ohne Maske rein. Ich bin jetzt hier bei der Juicery. So, filmen das Ganze mal kurz ab. Servus, Leute. Hi. Servus. So, jetzt fragen wir hier mal den Philipp. Geschäftsleiter, den Philipp. Philipp, was haben wir jetzt hier für ein neues Gerät? Ihr habt es selber noch nie gesehen. Erklär mal bitte. Ja, leider läuft es gerade nicht. Aber das ist quasi unser Juicery ist geschäftlich. Und genau, da bieten wir bestimmte für Firmen halt bestimmte Angebote an, dass sie bei uns essen können. Genau. Richtig geil, und also für den B2B-Markt. Genau, für den B2B-Markt. Sehr cool. Und, genau, da haben wir verschiedene Konditionen und ja. Jetzt, viele wollen ja wissen, komm gleich mal einen Schritt näher, sonst haut ich die Tür gleich um. Viele wollen ja wissen, wie viel Stammkundengeschäft auch für die Gastronomie wegfällt. Wie war früher das Mittagsgeschäft im Vergleich zu heute? Also wie viel Prozent ist da wirklich weggebrochen? Das ist richtig hart. Das sind mindestens 80%. 80%? 80% des Geschäftes ist weggebrochen. Also wir ich hoffen... Ich muss sagen, es läuft immer noch echt ganz gut bei uns, da wir viel To-Go anbieten. Ja, aber man muss kämpfen, gell? Man muss kämpfen, aber das kriegen wir schon. Man muss kämpfen. So, jetzt gehen wir mal hier weiter, schauen hier rein. Oh, das nehme ich mir mit. Ich nehme auf jeden Fall für die Fahrt noch einen Signature Cold Brew mit. Ich nehme auf jeden Fall einen Ginger Shot mit. Und ich nehme noch von diesen beiden Sätzen einen mit. Und mein Lieblingsgetränk. Ah, geil, es gibt sogar eine Zitrus. Mein Lieblingsgetränk hier, das Kokoswasser. Ich packe es gleich einiges ein. Und ja, also die Stühle sind halt leider alle, ja, was soll man da sagen? Alle perfekt aufgeräumt, weil halt niemand sitzen darf, oder? Ja, wir haben alles auf Seite gestellt. Ja, so schaut die Bowl aus. Das Coole ist, das hier ist kein Plastik. Das ist aus abbaubarer Maisstärke. Hier, compostable, kompostierbar. So, also, richtig geil. So schaut das Essen aus. Und ich mache es noch eine kurze Insta-Story, deswegen kann ich es noch nicht auf Kamera essen. So schauen die Juicery Bowls aus und das hier, Leute. Hier könnt ihr es lesen, compostable. Also das hier ist aus Maisstärke
kein Plastik. Wir verwenden bei der Juicery kein Plastik, sondern Maisstärke. Und das hier ist also nachhaltig kompostierbar. So sieht der Sternenhimmel hier nachts aus. Wir sind gerade in Stuttgart Feuerbach. Und hier vorne war das zweite Gym Aesthetics Office von früher. Also jetzt fahren wir hier ganz langsam da ums Eck. Da müsste jetzt, glaube ich, noch ein Kick sein, oder? Ja, genau, Kick. Und über dem Kick, da war das Gym Aesthetics Office. Und ja, wir können weiterfahren. Die Firma haben wir dann verkauft. Der beste Jahresumsatz war sogar knapp 10 Millionen Euro, also der beste Monat knapp 900.000 Euro Umsatz. Ihr werdet auch oftmals eine Firma aufbauen, die werdet ihr dann verkaufen oder die Firma wird es zerbröseln. Und da muss man das Ganze nochmal von vorne anfangen. Und ich bin froh, dass ich diese Erfahrungen hinter mir habe. Kurzer Abstecher zu Hause, Leute. Ich bin ja mittlerweile ein Amateur im Vlog machen, deswegen werden die Vlogs auch ein ziemliches Durcheinander. Ich bekomme schon Anschluss von Olli, von unserem Social Media Marketer. Schauen wir mal, sind irgendwelche Hunde hier draußen. Ich will mal ganz kurz mein Zuhause zeigen, für die es interessiert, weil ich dachte immer früher, es können nur Leute erfolgreich werden, unternehmerisch und finanziell, wenn sie schon irgendwie einen guten Start haben. Ich hatte das nicht. Da unten ist meine Schule. Da drüben sieht man die Berge. Und all das haben mein Vater und ich alles neu gemacht. Es ist ein 200 Jahre altes Bauernhaus. Alles haben wir neu gemacht und auch das gesamte Dach haben wir auch neu gemacht. Da sind die Dogs, keine Angst. Die sind auch sehr viel draußen, mit denen jeden Tag laufen. Doggies! So, seht ihr die? Doggies! Das ist das Auto, was ich. Das ist das Auto, was ich meiner Mutter gekauft habe. Und das ist meiner Schwester. Und seht ihr, hier ist noch der alte Teil vom Dach. Das müssen wir auch noch renovieren. Das ist quasi der alte Teil vom Haus. Seht ihr, wie das aussieht? So alt, alt. Und dann haben wir hier eben den neuen Teil vom Haus. Jetzt gehen wir kurz rein. Und ich fahre immer kurz in die Heimat. Ich habe hier viele Kollegen. Der eine hat Edeka, The Next Set Fitnessstudios. Also immer sehr interessant. Jetzt gibt es nur einen kurzen Einblick von hier. Ich will euch mein Kinderzimmer von früher zeigen, dass ihr das mal seht. Bevor es wieder zurückgeht nach München und dann auch der Vlog beendet ist. Was zeigen? Ich habe da noch ein paar alte Autos. Warte mal schnell. Hier, Leute, ist mein M6. Den kennt ihr noch, ha? Das ist mein M6. Geilen Felgen drauf. Home. Hello. Mama! Meine Schwester will wahrscheinlich nicht das Video, deswegen zeigen wir sie nicht, dass sie hier am Arbeiten ist. Puzzle wird gemacht. Das zeige ich ganz kurz, wo ich früher gewohnt habe. Außerdem das Bad. Haben wir auch komplett selber gebaut. Sauna hier. Dusche zum Reinlaufen. Alles selber gebaut, alles selber gefliest. Boden selber gelegt. Und jetzt hier meine Form bei einem der ersten Fibos. Brutal, ha? Nummernschild. Und hier der Ausblick vom Kinderzimmer bis hier in die Berge. Das ist mein Kinderzimmer gewesen, Leute. Auch das haben wir alles selber gemacht. So schaut's aus. Und hier, gestern Nacht noch gegessen, ja, ich habe hier gepennt. Vegane Schokolade. So, Leute, das war's jetzt für den heutigen Vlog. Ich fahre nach Hause, vielleicht eine ganz kurze an meiner alten Schule vorbei. Und jetzt haben wir heute mein altes Zuhause gesehen im Vlog. Wir haben über das Thema Produktentwicklung gesprochen. Wir haben über Marketingthemen gesprochen. Wir haben sehr viel besprochen. Und im nächsten Video wird es um Folgendes gehen. Und zwar um das Thema Immobilien. Punkt 1. Ich werde Punkt 2. Wenn ihr wollt, kommt ihr auch dann hier drunter, das neue Auto zeigen. Und Punkt Nummer 3, wir werden über das Thema Unternehmensberatung und DSA-Aufbau sprechen. Das werden die Themen sein. Da ist meine alte Schule in Amzell. Das war meine Grundschule. Das
Danach bin ich dann aufs Gymnasium. Und außerdem, wie immer, ihr findet alle Links, die ihr braucht für Unternehmensberatung, für DSA, für ein Telefonat mit uns unter dem Video. Und jetzt war es das wirklich. Ciao.